Und damit herzlich willkommen zurück zu Sea Gold. Ach ja, genau. Noch derselbe Tag. Hab mich jetzt nur gestärkt mit was Richtigem zu essen. Und zwar habe ich mir Quarkhäulchen gemacht, wer es kennt. Ihr wisst ja, ich bin Sachse. Ein echt sächsisches Gericht. Da kommt der Herr schon. Habe ich ja ganz gut gespeichert, glaube ich. Ich hoffe nur, da rennt nicht rein, aber es wird mich wundern. Ich weiß gar nicht. Auch das für die Kleidung, vermute ich mal. Nee, Moment, das ist Klo. Oh, ein Heiltrank, den kann ich ihm vielleicht abnehmen. Hoffentlich nicht allzu viele Wachen hier. In der Bude. Ich höre schon wieder jemanden. Ich glaube, der ist ein Stockwerk höher. Kann er sich das Moos nicht unter die Füße klemmen? Wäre viel leichter. Dann wäre ich nämlich immer schön still. Kevin, bist du's? Ja. Keine Ahnung, was das war. Tut mir leid, hier ist nichts mehr. Da hast du recht, da ist nichts mehr. Na, wie wär's mit einem Tänzchen? Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Hab ich heute gehört, deshalb habe ich das im Kopf. Oh, seht mal. Normale Kerzenständer und dann halt wieder ein goldener Ständer von Goldständer. Holz laufe ich viel lieber als auf dem anderen Mist. Ich find's echt blöd, dass man passt auf, diese Kerzen kann man nicht löschen. Das hat mich schon immer aufgeregt im Spiel. Das ist eine verfickte Kerze, die kann man nicht in dem dritten Teil Deadly Shadows ist man später in der Lage, die einfach mit der Hand auszumachen. Hier läuft irgendwo jemand und außerdem schläft hier noch jemand. Kann aber nicht mehr so viele Leute hier in dem Level geben. Oder ist ja gar nichts. Ist ja schön, dass ich es nicht einzeln öffnen kann. Du hast doch gar kein Schwert. Es ist aber ganz toll gerade gewesen, dass er die Tür nicht einfach zugemacht hat. Es ist echt blöd die Stelle. Aber das Gute ist, der kann ja nicht hinter. Verdammt! Wo ist der Kerl hin? Dreh um. Ich hetze die Hunde auf dich, wenn ich dich packen sollst du. Aha. So können wir Pfeile sammeln. Vor den Wachen finde. Du bist doch eine Wache. Der läuft aber auch direkt auf uns zu.
Oh, ein Papyrus. Du bist erledigt. Ich vermute mal, er sieht uns noch. Oh, fuck. Das hat mich erschreckt. Entschuldigung, Leute. Also kann man Pfeile sammeln. Ich gehe mal lieber da lang. Halt, Moment, hier war... Fällt mir gerade ein. Notizen. Beute des Bruchs bei Lord Prosius verschachern. Geld auf Auslandskonten verlagern. Fredrik gegen Ungehorsam umlegen. Kitty füttern. Ich vermute mal, das ist die Spinne, die es garantiert. Habe ich sie getötet und dann gespeichert? Ich weiß nicht mehr. Mit Lady Valerius wegen Informationen über Lord Bufford treffen. Lord B. Das ist der Bruder von Johnny B. Schlüssel zu Donald Safe. In Geheimfach in meinem Zimmer verstecken. Oh, das ist ja echt super. Okay, er hat nichts gemerkt. Mir missfällt sehr stark, dass da zwei Schwert... Oh, guck mal, das was dahinter ist, sehe ich jetzt schon. Dass da gleich zwei Wachen drin sind, ist echt Mist. Bin mir gerade nicht sicher, ob uns jemand gehört hat. Hier kann man gut Pfeile sammeln in dem... Wenn du immer schön im Kreis läufst... Wenn die die Pfeile auf die Sehne legen, dann schießen die nämlich auch. Okay, den kann ich nicht. Könnte er hier drin wohnen? Nee, nicht prunkvoll genug. Oh ne, da werde ich garantiert gesehen. Gibt's auf jeden Fall noch Wachen. Auch welche, die nicht schlafen. Ob die mich bemerken? Und die haben mich bemerkt. Ich war's doch gar nicht. Stehen bleiben! Hier ist. Ich habe eine verrückte Idee. Wir haben sicher viel Spaß mit dir, Garrett. Wir werden dir eine kleine Lektion erteilen, Garrett. Warum keine große? Ich bin doch ein großer Junge. Hallo! Nimm das! Nein, das wollte ich nicht! Die wachen nicht auf, die Penner! Na super! Ich dachte, das fällt natürlich überhaupt nicht auf, wenn die Wachen uns hinterherrennen. Ich wollte jetzt aufwecken, eine Blitzbombe werfen. Ich renn weg. Und dann alle mit einmal umhauen. Das war eigentlich jetzt der Plan, aber die wachen nur auf, wenn man direkt davor steht. Gut gemacht.
Also das war eine reife Leistung. Die stecke ich mal lieber woanders hin. Ich war nämlich auch schon davon überrascht, dass hier zwei Wachen Wache laufen. Ehrlich gesagt, die eine Blitzbombe hebe ich mal lieber für die Leute da hinten im Raum auf, weil ich fest davon ausgehe, dass das schief gehen wird. Und da ich keinen töten, eigentlich würde ich zwei Minen einfach vor die Leute schmeißen, aber ich darf ja niemanden töten. Das macht's halt ein bisschen schwieriger. Wenn übrigens plötzlich meine Katze anfängt zu jammern, das liegt daran, ich habe sie ausgesperrt, ich habe auch die Tür offen gelassen, oder wenn ihr irgendwas hört, was hier nicht reingehört, ich muss die Tür offen lassen, ich kann die Katze nicht draußen lassen. Ich frage mich nur, ob die Katze das irgendwann rafft, dass die Tür offen ist. Wir werden es rausfinden. Und wehe, die macht mir auf den Balkon. Dann nehme ich aber meinen fetten Prügel und verprügel sie. Nein. Ach, das ist echt ein Scheiß hier mit der Tür. Kriegt man ja Cholera, wenn man damit zu tun hat. So. Überall sind Spieltische. Sind das jetzt die privaten Spieltische hier? Also ich verstehe es nicht ganz. Kann einfach nicht anders. Das ist bestimmt der Stück. Ach, das war er. Nein, das war er schon wieder. Ah, Mann. Ah. Sehr gut. Das ist eine Goldflasche, gut. So viele unnötige Bäder, wie die hier haben. Noch ein Abort. Topfpflanzen. Okay, ich vermute mal, das ist ein Zimmer. Mann. 3,34. 124 Werkzeuge. 500 Spesen für Verilli. 864 Lut. Prosius Job. 1500 Monatszahlung an Sheriff. Wow. 172 Rattengift. Schlau, dass sie so weise sind, die Ratten zu töten. Ich sag nur Pest. 2185 Spesen für Gildenfeier. Oh, cool. Wow. 600 Steinkraus. Kontrakt. Weiß nicht, was es ist. 400 Spesen für Donwinder Raphael für den Versuch, die Hammeriten zu bestechen. Oh. 84 Raphaels Beerdigung. Schön. Sehr toll. Irgendwo gibt es ein Geheimfach. Ha. Katsching, wir haben schon mal genug Gold. Jetzt bekomme ich meine Vase. Pass bloß auf den Schlüssel auf. Wenn du ihn verlierst, war die ganze Aktion bei Randall umsonst. Ich wette, dass Donald im Moment ganz schlecht auf Diebe zu sprechen ist. Aber wisst ihr was? So kann man nämlich Holztüren knacken. Habe ich ja schon mal gezeigt. Geht auch so. Oh, früher ging's. Ach, geht doch. Aber mit dem Schwert geht's natürlich besser. So. Vielleicht ist es auch einfach nur für sein persönliches Vergnügen hier. Wir haben noch etwas zu tun. Ich dachte gerade an die Gold. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal genug Gold. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt hier nicht alles kriege, ist mir das scheißegal. Was geht hier vor? Ich... Was zum Teufel machst du hier? Ist der blöd? Hier, es ist Garrett. Nein, es ist nicht. Du bist erledigt. So habe ich mir das gedacht. Oh. Unglaublich.
Ich stellt euch mal vor, ihr schmeißt den Schlüssel irgendwo random auf den Boden. Ja, toll. Oh, eine Mine. Findet ihr nie wieder. Habt ihr es gehört? Ich glaube, die Blitzbombe ist direkt für die da gewesen. Ich räume die mal lieber weg. Die waren nämlich gerade so, als hätte ich irgendwo eine Tür gehört. Hat der eine tatsächlich versucht, die Hämorrhoiden zu bestechen? Hämorrhoiden lassen sich nicht kaufen. Die sind... Das ist die tatsächlich eigentlich beste Polizei, die es hier gibt, wenn sie nicht so fanatisch wären. Wären die echt eine super Polizei. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, wenn ihr im Cracksclef-Gefängnis die Leute freilasst und ihr habt die Wachen nicht ausgeschaltet, liegen auf eurem Weg haufenweise Leichen, die machen sie dann nämlich, die schlagen den die Schädel ein. Ach Mensch. Oh. Ah ja. Okay, passt mal. Ich glaube, so geht's. Ah ja. Tolle Sache. Muss man wissen. Habe ich es nur zufällig gefunden. So, lebt denn sein Haustier noch? Ich würde es gern umbringen. Nein, ich habe es getötet. Sehr gut. Ich meine, das ist ein Monster. Der hat garantiert die Leute verfüttert. Das erklärt auch, wo diese weißen Spinnen herkommen. Das sind... Ich habe davor noch jemanden laufen gehört. Egal, ich will jetzt einfach nur noch die scheiß Vase. Und dann bin ich hier raus. Wenn ich nur noch mich an die letzten paar Stunden erinnern könnte. Mann, so alt bin ich ja noch gar nicht. Ein bisschen vielleicht, aber so alt. Dieser Viervase fehlt noch und dann abhauen. Töten Sie niemanden, kann man erst zum Ende der Mission geschafft haben. Ist ja logisch. Ich könnte jetzt immer noch jemanden ins Wasser schmeißen und der ersäuft, dann haben wir auch verloren. Ja, das könnt ihr machen. Wenn ihr bewusstlose Leute ins Wasser schmeißt, dann ertrinken die sehr, sehr schnell und ihr verliert. Zählt als gemeiner Mord. Genauso, wenn jemand bewusstlos ist und ihr schlagt mit dem Schwert einmal auf ihn ein, dann ist das auch ein gemeiner Mord, denn der konnte sich nicht wehren und ist dann sofort tot. Oh, egal ob gerüstet oder nicht. Ich gehe jetzt einfach den normalen Weg, weil ich... Oh, ich dachte gerade, da steht jemand. Alles andere werde ich hier eh nicht finden. Ich finde auch so nichts mehr. Ach, doch, ist der Ausgang. Meine Fresse. Wie viel Ärger man sich hätte ersparen können, wenn man direkt das Ding hier gefunden hätte. Aber soll man das denn wissen, dass das da ein Geheimgang ist? Das ist ein normaler Roulette-Tisch. Übrigens, hier am Anfang, da sagt der eine Herr, die fragt, soll ich noch eine Karte nehmen? Und die Frau sagt, ja, du hast 20, du brauchst garantiert noch eine Karte. Und dann ist er natürlich drüber. Nee, 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 nee. Hier lang. Tja, haben wir einfach mal so die Diebes komplett gemacht. Oh Mann. Die müssten eigentlich alle an Rauchvergiftung sterben.
doch. Kommt heraus. Ich hänge. Hallo. Keine Bewegung, Garrett. Ein Mucks, du bist tot. So ein Scheiß, ich hing gerade fest. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich hasse sowas in Spielen. Ich weiß, dass ihr euch hier herumtreibt. Mir doch egal. Geh doch irgendwo hin. Nein! Das sieht mich doch gar nicht mehr. Wenn ich euch finde, seid ihr tot. Gleich wirst du zum Kissen, du Ratte. Toll, es hat ihn gar nicht gestört, dass ich eine Blitzbombe geworfen habe. Ist ja auch egal. Aber cooler Spruch, gleich wirst du zum Nadelkissen. So, wahrscheinlich hätte man das andere zuerst machen können und dann hier auftauchen und dann hier alles umhauen. Naja, ich hab's halt andersrum gemacht. Ach, wisst ihr was? Ich speichere nochmal kurz, falls was schief geht. Ich zeige euch jetzt mal, was diese Dinger für eine Sprengkraft haben. Keine, so wie es aussieht. Also es ist dann nochmal wie ein Feuerpfeil. Kann. Das hat. Habe ich gerade jemanden getötet? Hat doch gerade jemand geredet. Aber da hätte ich schon längst verloren. So, jetzt kann ich aber wenigstens gechillt hier rumlaufen. Was er jetzt sagt. Die ist aber viel weniger spektakulär, als ich gedacht hätte. Aber gut 500 wert. Sind wir jetzt raus? Statistik würde mich mal interessieren. Wie viel gab's denn? Oh, viel fehlt mir jedenfalls nicht mehr. Wer weiß, wo das ist. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe und jetzt zur nächsten Mission. 9 Wunden. Wahnsinn. Keine Unschuldigen getötet, immer gut. Okay, los.